Girafarig ist ein Pokémon mit den Typen Normal und Psycho, existiert seit der zweiten Spielgeneration, ist ein giraffenähnliches Pokémon mit zwei Köpfen, welches hauptsächlich dunkelgelb und dunkelbraun gefärbt ist und besitzt einen insgesamt schlanken Körper auf robusten, jedoch schmalen Beinen und geteilten Hufen. Dabei ist der Körper farblich aufgeteilt, der Grundton der vorderen Hälfte ist dunkelgelb und der hinteren Hälfte dunkelbraun. An den Seiten befinden sich Flecken in der gegensätzlichen Farbe. Auf dem Rücken verläuft eine Reihe von dreieckigen rosafarbenen Stacheln. Der vordere große Kopf hat eine längliche Schnauze und spitze Ohren. Die weiße Stirn wird von zwei kurzen, ebenfalls weißen Hörnern mit kugelrunden Enden gekrönt. Die großen Augen setzen sich aus weißer Lederhaut und schwarzen großen Pupillen zusammen. Der Kopf ist durch einen relativ langen Hals mit dem Torso verbunden. Und eine auffällige Besonderheit stellt der zweite kleinere Kopf dar, welcher an Girafarix Schweifspitze wächst. Dieser Kopf ist von kugelrunder Gestalt und hat ein breites Maul mit scharfen Zähnen sowie Augen mit gelber Lederhaut und schwarzen Pupillen. In Girafarix Shiny Form sind die Schnauze, Hufe und die Stacheln auf dem Rücken dunkelblau gefärbt. Außerdem erscheinen die dunkelbraunen Körperregionen leicht rötlich. Girafarix ist eines der wenigen Normal-Pokémon, welches einen anderen Zweittypen als Flug haben. Das kommt durch seinen zweigeteilten Körper zustande. Während der vordere Teil keine besonderen Fähigkeiten hat und die kräftigen Beine für Attacken wie Stampfer oder Doppelschlag verwendet werden, zeigt sein hinterer Teil mit dem auffälligen zweiten Kopf große mystische Psychokräfte, wenn Girafarix in Gefahr gerät. Diese nutzt es für Psystrahl, Psychokinese oder für verschiedene Statusattacken wie Schutztausch oder Agilität ein. Er kann auch kräftig zubeißen, was sich in der Attacke Knirscher niederschlägt. Girafarix können über die Fähigkeit Konzentrator verfügen, die Zurückschrecken verhindert. Da sein zweiter Kopf keinen Schlaf braucht, erwachen andere durch Frühwecker schneller. Girafarix ernährt sich dabei rein pflanzlich, was sich in seiner versteckten Fähigkeit Vegetarier ausdrückt. Girafarix ist ein eher seltenes Pokémon mit einem kleinen Verbreitungsgebiet und ist nur in der Johto-Region im Grasland heimisch. Ansonsten lassen sich wilde Exemplare in Schutzreservaten wie der Safari-Zone oder dem Naturschutzgebiet antreffen. Sein auffälliger zweiter Kopf am Hinterteil verfügt über ein eigenes kleines Gehirn und eigene Sinne. Der Schweif reagiert auf Düfte oder Geräusche von anderen Lebewesen, welche sich von hinten an Girafarix heranschleichen, und er wehrt sich mit kräftigen Bissen. Der Kopf am Schweif benötigt keinen Schlaf und ist so in der Lage, Girafarix auch in der Nacht zu bewachen. Dabei ernährt sich Girafarix von Gräsern und Pflanzen, und wenn sein vorderer Teil kaut, schmatzt auch der kleine Kopf am Hinterteil mit und gibt vor zu kauen. Dabei hat Girafarix keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typkombination ist es immun gegen den Typen Geist. Wenn es die versteckte Fähigkeit Vegetarier hat, wird es auch immun gegen Pflanzenattacken. Es nimmt halben Schaden gegen Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Käfer- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.